Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück in Lübeck. Die Mäuse Bussard liegt vor Anker. Die Seekrähe verlässt gerade den Hafen. Und wir wollten als nächstes ein Schiff bauen. Ein neues. Ununterbrochen werden hier neue Schiffe gebaut. Und es wird erst einmal wieder ein Kreier sein. Der Vorteil des Kreiers, wir sehen es, er ist schnell. Er ist sehr schnell und kann den Piraten wegfahren. Das ist Gold wert, meines Erachtens. So, wir haben hier ein bisschen wenig Pech. Geben das trotzdem in Auftrag. Ja, und ich weiß, es kommen jetzt wieder einige Wortspiele mit viel Pech in Lübeck und so weiter rein. Es ist ja auch amüsant. So, jetzt eine Sache ist mir jetzt mal aufgefallen. Ich habe mir nochmal angeguckt, was wir eigentlich in Lübeck alles produzieren könnten. Und wir können ja in Lübeck Pech produzieren. Das habe ich ein bisschen aus den Augen verloren. Ich denke, warum sollten wir es in Danzig kaufen, wenn wir es auch hier produzieren könnten? Also machen wir das auch. Wir bauen jetzt. Wir bauen. Überhaupt bauen wird jetzt eine der wichtigsten Sachen sein der nächsten Zeit. Ein Pechkocher kostet nur 1000. Sehr, sehr günstig zu haben. Wo bauen wir ihn hin? Bauen wir ihn hier hin. So. Ich weiß nicht, ob eine erstmal reicht. Probieren wir es erstmal. So, dann habe ich, ja, mit dem Getreidethema, das ist ja gar kein so großes Thema, denn ich habe ja übersehen, wir haben hier bei uns noch gar keinen Getreidehandel eingestellt. Wir können an die Stadt verkaufen und zwar ordentlich für, ich will auch keinen großen Gewinn machen damit, aber ich denke 125 sollte man schon verlangen für Getreide. Das hätte ich schon lange mal einstellen sollen, denn wenn wir sehen hier in die Markthalle, die Stadt produziert ein pro Woche im Winter allerdings. Im Sommer sind es, glaube ich, 2. Verbraucht aber 13. Also richtig Getreideverbrauch. Ganz ordentlich. Gut, dass wir so einiges auf dem Konto haben und von Danzig kommen jetzt ja auch noch einiges wieder ran. Okay. So, das Getreidethema. Dann nämlich, das können wir nämlich auch noch verändern auf der Aalborg-Route. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Kommt das da gerade rein? Ist es die Windsbraut? Ich sehe auch nicht mehr ganz durch. Ja, da haben wir die Aalborg-Route. Wir können nämlich gut und gerne nach Aalborg auch regelmäßig Getreide bringen. Das sollten wir dann auch einladen. Und zwar 10, denke ich. Wobei, ist ja nur Platz noch für den Rest. Das ist ja nur eine Schnicke, ne? Ja. Dann machen wir 8. Das 3, 4, 5, 6, 7... Oh, das reicht schon nicht. Nee, dann passt nur 6 oder so rein. Muss dann irgendwo gehen. Ich hoffe, ich glaube, wahrscheinlich muss ich in Aalberg noch einstellen, dass wir da auch Getreide im Konto verkaufen. Habe ich möglicherweise vergessen. So, lass uns aber mal überlegen, ob wir hier, wie sieht es denn aus im Moment? Wir können hier bestimmt in Lübeck noch mehr bauen. Ich bin jetzt im Bauwaren. So, Eisenbahn. Ich habe das Gefühl, dass wir im Moment, der Eisenbahnhandel läuft richtig gut. Wir haben im Kontor derzeit gar keine Eisenwaren, sehe ich das richtig? Das heißt, aber sehr viel Eisenerz. Das heißt, wir können 50 Eisenerz, wow. Also Eisenerz ist überhaupt kein Thema. Wir können also locker eigentlich noch 2 Eisenwarenproduktionen hochziehen, die wir, glaube ich, sogar brauchen. Also, Werkstatt. Kostet mich allerdings 50 Ziegel, das ist heftig. Das ist heftig und Eisenbahn müssen wir sogar kaufen jetzt. Aber ich mache es trotzdem. So, mehr können wir dann leider jetzt hier nicht bauen. Schade. Ich glaube, es ist sogar was dringend nötig. Oh ja, Kaufmannshäuser 96%. Wir müssen hier eigentlich auch mal wieder ein Kaufmannshaus bauen. Aber dazu fehlen uns jetzt hier ganz schön die Ziegel. Wir müssen 46 kaufen. Boah, das ist verdammt teuer. Waren kosten 15.000. Eisenbahn auch nicht da. Nee, ich glaube, damit müssen wir erstmal pausieren. Ist so. Was bringt die Windsbraut uns? Eisenerz, Fleisch, Keramik, Leder. Das ist gut. Okay, wir haben hier auf der Mäusebussard auch noch was liegen. Das bringen wir ins Kontor. Und die Frage ist, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir könnten mal wieder einfach einen stinknormalen, eine Handelsfahrt machen, vielleicht mal in Richtung Norden, weil wir da noch keine Route haben. Bauen ist im Moment nicht, weil wir keine Ziegel so richtig haben. Insofern
Ja, fahren wir mal auf Tour. Gucken vorher noch mal nach. Ah, wisst ihr was? Ich habe noch was vergessen. Wir müssen ja, die Aufmerksamen von euch wissen das. Die Hochseeunke ist ja auf dem Weg nach Riepen, wenn ich das richtig sehe. Das sollte jetzt ja auch klappen. Und da habe ich in Köln noch gar nicht eingestellt, dass wir da ja ein Konto haben. Da muss ich jetzt leider mal überall das verändern, dass das auch hinkommt. Denn wir wollen ja jetzt nicht direkt von der Stadt kaufen, das macht ja jetzt unser Verwalter. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts aus Versehen verändert. Ich muss bloß mal gucken, dass ich hier nicht maximal überall auslade. Das ist nämlich Unsinn. Also beim Bier machen wir maximal 50, bei den Eisenwaren maximal 30. Bei den Fellen gehen wir mal auf 10, na, auf 20. Ja, so viel, wir haben ja im Moment eh keine Felle dabei. Getreide wird eh auch im Moment nicht gehandelt, das brauchen wir nicht machen. Beim Tran gehen wir mal auf maximal 20. Tuch auch 20. Okay. Das sollte dann in Ordnung sein. So, jetzt zurück zu unserem Schiff. Was wollten wir jetzt nochmal glatt machen? Achso, ich will auch immer mal gucken. Wir müssen wieder nach dem Kapitän Ausschau halten. Wir haben im Moment keinen. Für die nächste Tour. Irgendwas wollte ich in Aalborg einrichten. Ich glaube, wir müssen da noch Getreide. Halt nein. Ja, fahren wir mal schnell nach Aalborg wegen des Kontorhandels. Wir haben ein Richtfest. In Aalborg die nächste Viehzucht. Sehr schön. So, hier müssen wir mal ins Kontor schauen und Getreideverkauf einstellen. 125 Maximum ist in Ordnung. Wir gucken überhaupt jetzt mal hier rein ins Kontor, ob hier alles soweit in Ordnung ist. Fisch kaufen wir hier auf. Nehmen wir den gar nicht mit nach Lübeck. Das könnten wir eigentlich durchaus machen. Und Bier ist im Moment sehr reichlich vorhanden. Der Rest, würde ich mal sagen, ist soweit in Ordnung. Das kann so bleiben. Wir haben hier sogar noch Ziegel und so weiter. Wollen wir hier möglicherweise noch was Nettes bauen? Also Erz haben wir kein Problem. Fleisch haben wir jetzt schon 4. Was ist hier los? Hier gibt es ein Ausrufezeichen. Oh, hier gibt es offenbar einen Mangel an Bettlern. 53. Daran liegt es eigentlich nicht. 81% sieht auch alles noch anständig aus. Dann wird sich das hoffentlich bald geben, das Thema. Gut. Gucken wir weiter hier rein. Ja, ach nee, ich wollte überlegen. Tran. Wir könnten eine eigene Tranproduktion einsteigen. Das wäre auch möglich. Ist das, ich glaube, das kommt aus der vom Fischer, ne? Tran. Hanf fehlt uns da. Na gut, dann ist es eher noch ein langfristiges Projekt. Dann fahren wir hier wieder zurück, nehmen aber vielleicht ihm ein bisschen was ab. Offenbar mit Eisenwaren haben wir ihn ein bisschen überversorgt. Das korrigieren wir jetzt mal. Bier ist auch ein bisschen übermäßig. Und Fisch scheint hier nicht gut zu gehen. Das bringen wir zurück nach. Beziehungsweise das kaufen wir, glaube ich, auf, wenn ich mich nicht täusche. Das bringen wir mal zurück nach Lübeck. Da können wir mit dem Fisch, den können wir von dort aus verteilen. Also wieder zurück und dann machen wir die Nordosttour. So, Kapitän meldet sich. Richtfest haben wir. Was ist noch dabei? Aha, der Pechkocher ist bereit. Sehr gut. Kapitän Hochseeunke möchte mehr Geld, soll er haben. Gut, wie viel Pech haben wir denn jetzt zum Beispiel? Wir haben selbst im Kontor. Na, warte mal, wir laden erstmal aus. Schiffkontor. Fisch, Eisenwaren, Bier. Bier ist jetzt wirklich ausreichend vorhanden. Pech haben wir im Moment nichts. Das muss jetzt erst anlaufen. Oder benötigt der Pechkocher irgendwas? Benötigt er denn eigentlich? Holz. Holz, glaube ich, ist noch kein Problem. Wie sieht's aus in der Stadt mit Holz? 78, ja.
eigentlich könnte man jetzt nach langer Zeit doch mal wieder anfangen, Holz ja zu produzieren. Ich weiß nicht genau. Holz ist halt hier nicht effektiv. Aber man könnte Holz. Eigentlich war die Sache gar nicht so unklug. Einfach das Ding bauen und es dann versteigern. Dann haben andere die schlechte Effizienz. Und man konnte trotzdem von deren Holzverkauf profitieren. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Wir machen das mal. Wir bauen mal ein Sägewerk. Oh, es fehlen Ziegel. Ne, geht nicht. Wir müssen echt abwarten, bis die Ziegeleien hier wieder voll nachgebaut haben. Eigentlich sollten die pro Woche 28. Aber so eine Woche, die vergeht, ist auch nicht so schnell. So, Schiff. Kontor, was nehmen wir mit? Wir machen jetzt eine Tour. Wir nehmen ordentlich Bier mit nach da oben. Wir nehmen Eisenwaren mit. Haben nicht viel, aber okay. Lohnt es sich da Fisch mitzunehmen? Komm, wir nehmen einmal ein bisschen Fisch mit. Gewürze auf jeden Fall. Und Leder da oben hinzubringen, weiß ich nicht. Probieren wir es. Keramik, Wein. Wein können wir durchaus noch was gebrauchen. Okay. Das ist unser bescheidener Start. Und jetzt gehen wir direkt nach... Oh, Stockholm möchte Getreide. Haben wir davon überhaupt noch was Relevantes? Getreide. Nee, ist gar nichts mehr vorhanden. Ja, so schnell ging das Getreideproblem. Hat sich das erledigt. Wir fahren trotzdem direkt nach Stockholm. So, Schiffshandel riecht fest. Das nächste. Aalborg, die nächste Viehzucht. Ich hoffe, das ganze Fleischthema hat sich dann langsam erledigt. So, auf... Boah, Stockholm total verschneit. Nicht vergessen, nach den Kapitänen zu gucken. Hier ist keiner. Und dann gucken wir mal. Bier können wir gut verkaufen, so wie es aussieht. Sehr gut. Eisenwaren nicht. Fisch. Verkaufen wir mal eins. Gewürze hervorragend. Den Rest nehmen wir mit. Da werden wir, glaube ich, noch gute Geschäfte machen. Wein ist auch anständig. Verkaufen wir mal 10 Fass. So, was können wir einkaufen? Was können wir einkaufen? Eisenwaren sind hier auch recht günstig, werden ja in Stockholm auch hergestellt. Wisst ihr was? Wir kaufen hier direkt nochmal welche ein. Können wir unterwegs bestimmt nochmal verkaufen. Ansonsten. Keramik ist günstig. Aber nicht wirklich viel vorhanden. Tran ist günstig, aber der wird wahrscheinlich überall günstig sein. Egal, wir nehmen es mit. Und der Rest ist natürlich nicht günstig, aber wir sind insbesondere scharf auf Felle. Werden wir direkt mal nach Ladoga fahren? Vielleicht ist da immer noch Bedarf nach Bier. Mal schauen. So, irgendwo ist wieder ein Piratenangriff. Seeschlacht. Und wieder geflohen. Sehr gut. Das klappt im Moment gut. Wir sind hier oben. Weit im Norden. Wo ist die Kneipe? Zugeschneit sind die Fässer. Ich sehe sie gar nicht hier unten. Kein Pirat anwesend. So, Bier können wir verkaufen. Hervorragend. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ach, kommt alles weg damit. Ist doch in Ordnung. Eisenbahn ebenso. Kann man nicht meckern. Fisch werden wir eins verkaufen. Gewürze gehen hier auch gut. Keramik ebenso und Leder auch. Also das lohnt sich durchaus. Tran, ja, verkaufen auch ein bisschen. Wein geht sehr gut. So, können wir hier was einkaufen? Ja, Wolle können wir hier kaufen. Das Angebot nehmen wir gerne an. Gibt es ja zu selten. Tuch gefällt mir nicht so. Ja. Honig nicht. Getreide natürlich nicht. Felle. Ja, deshalb sind wir hier. Die nehmen wir mit. Den nehmen wir noch mit. Das ist in Ordnung. Erz kaufen wir nicht ein. Alles in Ordnung. Dann weiter nach Novgorod, wo Getreidemangel herrscht. Aber auch wir haben keins dabei. So, wir sind glücklich angekommen.
schauen wir an. Hier, ja, wieder ein Flussort. Ist da ein Kapitän? Erstmal müssten wir die Kneipe dazu finden. Ja, und wir haben erneut Glück. Jetzt läuft es aber wirklich. Der kann gut kämpfen, wird sofort eingestellt. Olaf Skram, auch wenn wir eigentlich bisher nicht wirklich kämpfen. Machen wir unsere Käufe und Verkäufe. Eisenwaren gehen ganz gut. Felle kaufen wir gleich mal ein. Ja, nehmen wir die auch noch mit. Fisch verkaufen wir durchaus auch. Komm, das verkaufen wir jetzt komplett hier weg. Gewürze auch einmal. Das läuft nicht. Leder könnte man sogar nochmal dazu kaufen. Tran. Naja. So, Wein geht komplett raus und Wolle wird hier total verlangt. Verkaufen wir das auch noch. Können wir noch irgendwas anderes einkaufen? Keramik, Honig. Im Winter schwierig. Fleisch, Fischfelle haben wir eingesackt. Bier ist hier auch nicht so günstig. Nö, dann wäre es das. So, dann werden wir noch nach Reval fahren. Und dann wäre es das, glaube ich, erstmal mit der Runde. Den Rest bringen wir dann nach Lübeck. So, was haben wir? Verwalter, Verwalter. Der will natürlich wieder mehr Geld haben. 33, das geht ja noch. Da gibt es Schlimmere, wie wir wissen. Wo haben wir hier? Da oben. Ach so, wir haben ja einen Kapitän. Brauche ich nicht mehr gucken. Und wir gucken. Können wir verkaufen? Ne, wir können sehr günstig Eisenwaren sogar einkaufen. Komm, das machen wir mal. Wahnsinnig günstig sogar. Nehmen wir das noch mit. Oh, Felle sind ja hier auch super gut. Sehr schön. Ja, unsere ganzen Fellprobleme lösen wir hier mit einem Schlage. 75 Fass, da können wir lange von zehren. Sehr in Ordnung. Die letzten Gewürze werden wir auch noch verkaufen hier. Leder, ne, muss nicht sein. Tran, weg damit. Und die Wolle verkaufen wir auch. Okay, habe ich noch was übersehen? Nö. Das ist so in Ordnung. Jetzt haben wir super viele Fälle dabei. Ich überlege, fahren wir direkt nach Lübeck oder wollen wir irgendwo noch einen Zwischenstopp machen? Ich glaube, wir fahren direkt nach Lübeck und laden dort die Fälle aus und freuen uns. Freuen uns des guten Geschäftes. Ja, die Holzwurm wird angegriffen. Das nächste Mal sogar. Wie ist das erste Mal ausgegangen? Da konnte sie fliehen. Mal gucken, ob sie das zweite Mal auch fliehen konnte. Die Hochseeunke wird angegriffen. Ah, ja. 65%. Oha. Oha. Ich hoffe, sie ist inzwischen heil in Lübeck angekommen. Die nächste Seeschlacht wird aus... Ja, wieder eine Flucht, eine gelungene Flucht. Sind wir inzwischen... Handelsroute Holzwurm, Mannschaft zu gering. So, wo ist sie denn, unser Holzwurm? Wo ist sie? Holzwurm. Ah, in Lübeck. Gut. Wir sind auch gleich in Lübeck. Wo sind wir? Hier sind wir, die Mäusebussard. Dann werden wir das mal klären. Der Kreier ist auch perfekt hergestellt. Wunderbar. Besser kann es ja gar nicht sein. Und wir müssen gleich einen Namen finden. Und da nehmen wir den sehr schönen Namen Wallenbrecher. die Taufe ist vollzogen. Okay. Was? Oh, jetzt liegt da hier viel vor Ort. Gut, wir müssen erstmal gucken. Hier die Holzwurm. Die braucht einen neuen Matrosen. Ne, nicht nur einen. Vier neue. Die hat gar keinen, oder was ist das? Hä, die hat alle Matrosen verloren? Ach nee, jetzt habe ich gar nicht... Ah, ich habe den Wallenbrecher eben, glaube ich, ausgerüstet, oder? Jetzt war ich durcheinander gekommen. Ja, das war der Wallenbrecher. Na gut, da brauchten wir auch welche, ist ja okay. Hier brauchen wir einen, wie ich sagte. So, und jetzt muss das gute Ding doch repariert werden, ne? Das heißt, wir müssen sie aktiv setzen. Und ich hoffe, er geht dann automatisch in die Reparatur. Er wird jetzt erstmal ausladen und dann reparieren. Was hatte er denn jetzt noch an Bord? Da bin ich ja mal neugierig. Gar nichts.
Vielleicht hat er schon ausgeladen, weil er jetzt in dem Moment in der Reparatur ist. Okay, der. Was bringt die Seekrähe uns? Die Seekrähe kommt aus Danzig und bringt Danziger Waren, Bier, Fleisch, Getreide, Leder, Pech, Wolle. So soll es sein. Das sieht mir sehr gut aus. Und unsere Waren werden wir jetzt auch ins Kontor bringen. Eisenwaren, Felle. Vor allem sehr schön wichtig. Und ein bisschen Tran. Gut. Dann werden wir trantütig hier nochmal ins Badhaus gehen. Seit mehr als 3 Wochen mal wieder. Und wir werden genüsslich beten. Auch seit mehr als 3 Wochen wieder. Okay. Und das nächste Mal heißt es dann wieder ein neues Schiff in Auftrag geben und eine neue Route einrichten. Und diesmal wird es mit Sicherheit jetzt die Route sein hier oben. Und dann haben wir erstmal prinzipiell jede Stadt irgendwo abgedeckt. Und dann werden wir sozusagen immer intensiveren Handel, kleinteiligeren Handel betreiben. Umso aufwendiger wird das Ganze allerdings auch. Gut, das dann das nächste Mal. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.